Ich freue mich jetzt schon wieder, wie uns einfach wieder ungefragt Drogen verabreicht werden. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 4. Jay, willst du noch einen Zug von dem guten Stoff? Oh ja. Und diese neue Ladung ist definitiv Nein. nicht guter Stoff. Wie heißt sie? Hard Rocks? Ja. Lass das, AJ. Du wirst nicht mal merken, wie es dir ein Loch in den Sack brennt. Mein was? Oh, scheiße! Also ich merke nicht allzu viel davon. Naja, wahrscheinlich gewöhnst du dich langsam daran. Keine Spritze. Schon gut. Nein, nimm die weg. Ein bisschen mehr von der geheimen Zutat. AJ, mach doch was, du Druffi. Ich bin jetzt mal. Nacht die Nacht. Ich darf keine Waffe rausholen. Ah, wieder eine ohne Visier. Aua. Naja, immerhin sind keine Bären in der Nähe. Brombeeren vielleicht. Sie haben deine Ausrüstung, finde sie. So ein Scheißspiel. Unsere Ausrüstung, nur noch Drogen und. Aber ich such doch. Da ist auch nicht nett. Sonst wäre es direkt hier versteckt. Was soll denn das jedes Mal mit der Ausrüstung? In welche Himmelsrichtung darf ich denn? Wahrscheinlich muss ich wirklich da zoomen. Ich will noch nicht auf die Karte gucken. Oh, hier wird's andersfarbig. Dann sind wir wohl richtig. Na, okay. Hier vielleicht? Wenn es hier offenbar einen dünnen Schlauch gibt, wo wir langlaufen dürfen, aber hier kommt nichts, das ist doch auch nicht richtig. Das ist niemals richtig. Links von uns am Wasser, okay. Die Musik ist gut. Okay. Ah, es war kein Explosivfass. Nee, ich will kein Medkit einsetzen. Feuer nass. Darf ich das behalten, was ich hier einsammle? Womöglich ja. Was man dem Ganzen lassen muss, die Farben sind ja schon irgendwie schön. Okay. Das ist bestimmt falsch.
Das ist gerade eine schöne Lichtstimmung. So gelblich. Jetzt hat er auch noch einen neuen Ort entdeckt. Wo müssten wir denn hin, links von uns? An das Ende eines Zipfels. Das finde ich denn bloß nicht. Offenbar sind wir richtig. Ah, hier haben wir doch die Mission zur Shanaf Arena bei nur Selbstmord bekommen. Oh, nicht schon wieder. Nicht runterfallen. Ah! Hier ist kein Wasser in der Nähe. Das Dach brennt leicht. Fehlende Dinge fehlen, finde sie. Okay. Ah, jetzt ist auch die Tür offen. Wie praktisch. Ist er denn da hochgekommen? Vielleicht müssen wir den ins andere Tor schießen. Richtig gut, dieser AJ wird noch ein richtig guter Fußballer. Unterrichtsplan, zweites Trimester, Montag, morgens Geschichte, nachmittags Sports. Dienstag, morgens Literatur, nachmittags Informatik, Mittwoch, morgens Mathematik, nachmittags nix. Donnerstag, Kurati, Küche, nachmittags Kunst und Musik. Oh, wie fies ist das denn, nachmittags Unterricht? Am Freitag, morgens Naturwissenschaften, nachmittags Kuratis lernen. Kuras lernen. Klettern, wer will denn klettern? Vielleicht wir. Wir haben hier beim letzten Mal eine Granate reingeworfen und hier standen offenbar Explosivfässer, beziehungsweise die Granate ist hier runtergepurzelt. Ich habe doch durch das Fenster geschossen, oder? Ich habe nicht das ganz linke genommen, meine ich. Pja, nicht so viel gefunden. Wir sind hier fertig. Ich werde unterwegs gerne ein paar Grünpflanzen finden. Bin ich nicht? Oh, völlig falsch. Ich dachte, ich bin im richtigen Winkel aus dem Haus raus. Der Weg ist offenbar zu direkt. Oh oh. Mit einem Mörser. Fies. Müsste die Drogenwirkung nicht langsam mal nachlassen?
Eine Granate. Wie nett. Voll richtig. Es wäre lustig, wenn man zu lange für die Mission braucht und mitten in der Mission die Wirkung der Druck einfach nachlässt, man das so weitermacht. Ein Poster. Wer kriegt was? Wer bin ich und was will ich im Leben erreichen? Und euch, ihr schielt doch, oder? Oh, ich will ihn anspringen. Aua, hier ist noch hier Lungen. Ah, nein, Medkit will sich. Nein! Oh. Mein Heilen. Geh weg. Fall doch mal um. Nein. Oh. So gefällt mir das. Warum stürzt das Vieh nicht ab? Ist doch kein Phönix. Bombe und hier... War nicht hier noch was dran? Nee, nur da. Vorsicht! Es ist streng verboten, ohne meine Erlaubnis Alkohol herzustellen. Das ist nicht Deplorers Territorium. Und illegale Alkoholproduktion wird nicht toleriert. Jeder, der bei der Herstellung oder Verbreitung von Alkohol oder anderer verbotenen Waren erwischt wird, wird umgehend zur Shanaf Arena gebracht, als Erinnerung daran, warum man sich nicht mit mir anlegen sollte. Nur... Lebt nicht mehr. Ist er denn umgekommen? Wie sieht er denn überhaupt aus? Die Maske ist da. Ne, ist noch Holz. Ist bestimmt in der Vase. Ja, ist bestimmt in der Vase. Traurig. Nur 5 bisher gefunden. Heilen, ich will hier lesen. Wo kommt denn das Gepiepe genau her? Kommt schon von hier drin. Müssen wir hier überhaupt noch sein? Ja. Er ist auf jeden Fall unter uns. Unter uns, habe ich gesagt. Der Rucksack? Nee, bestimmt nicht. Kann ja gar nicht mit dem interagieren. Doch, einfach drücken. Auch wenn keine Anzeige kommt, wahrscheinlich wegen des Heilens. 67.500 und die Ausrüstung zu bekommen hat sich ja voll gelohnt. Scheiß Adler. Und Drogen bekommen. Ja, sehr gut. Ich so viel Viehzeug. Helfen. Oh. Okay, wir helfen nicht mehr. Hilfe. Ein Roter ist mitgestorben. Gibt es eine neue Mission, die uns weiterbringt? Ah, Amita, ja, in der Shanaf Arena hinter uns. Ich brauch's mal. Wie
kommen wir da am besten hin? Hinter uns ist der Sherpa. Umdrehen, links, rechts, geradeaus. Es sieht so aus, als würde Shabal den Beliebtheitswettbewerb beim Goldenen Pfad gewinnen. Ich bin ehrlich überrascht, das zu hören. Wisst ihr, ich dachte, Anita hätte den mit ihrer Vision von Geldsegen durch Drogenverkauf schon in der Tasche. Shabal dagegen setzt auf traditionelle Werte. Und? Was hat die Religion je für dieses Land getan? Rhetorische Frage. Okay? Religion baut keine Straßen. Obwohl, eigentlich schon, wenn man Sklaven hat. Uah. Wir sollten eine Pyramide bauen, Leute. Das ist es. Wir gewinnen den Krieg, Sabal kommt an die Macht und Pagamins Anhänger werden versklavt. Bam! Wir wären das achte Weltwunder. Ich rede von Touristen, die kommen, um unsere Pyramiden zu sehen. Klar müssten auch ein paar Menschenrechte verletzt werden, aber was soll's? Ich finde das total okay. Okay, ich hoffe, der Sherpa lebt noch. Klingt das so? Oh, da ist ein wildes Tier. Es ist immer noch da. Das hört man mal nachschauen. Oh nein! Das ist aber leicht ungünstig. Das warst du, oder? Das Tier nicht so sehr. Oh, nee, 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 nicht unser Auto. Hier, nimm den Baum. Oh. Tschüss. Bestimmt, tschüss. Aua. Uiuiui. Tschüss. Das ist doch ein Außenposten. Da können wir doch auch einkaufen. Den haben wir eingenommen. Das war das Mörser-Ding, ja. Fähigkeitspunkte. Kann man überhaupt noch so viel ausgeben? Ich bezweifle das langsam. Der ein Glück, dass er unsere Motorhaube nicht gestreift hat, das hat er Ärger gegeben. Hier war links, und dann rechts, und dann geradeaus. Dabei meint es absolut ernst mit dem Mädchen, Mata. Das ist eine Menge Druck für einen Teenager. Wenn ich sie wäre, würde ich das ausnutzen. Ernsthaft? Stellt euch vor, ihr seid jung und jeder glaubt, ihr wärt eine Gottheit. Im Ernst, man könnte zu jemandem hingehen und einfach sagen, hey, ich bin die Personifizierung der Göttin auf Erden. Von jetzt an sollt ihr euch hinwerfen und 25 Liegestütze machen. Und jeder würde sich hinwerfen und 25 Liegestütze machen. Man will schließlich keinen Gott verärgern, ganz ehrlich. Stellt euch mal die Oberkörper der Leute von Kyra vor. Die meinen, die alle so krasse Brustmuskeln und Trizepse und Bizepse. Und definitiv würde dabei eine definierte Form rausspringen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso ich das sage. Vielleicht, weil ich gerade dieses Poster von Jean-Claude Van Damme anschaue. Ich muss echt was für meinen Körper tun. Meine Güte, sieht der gut aus. Toto, glaubst du, ich habe kleine Trizepse? Das war eine rhetorische Frage, Toto. So gefällt er mir schon besser, wenn er einfach neue Sachen von sich gibt. Wir haben es bestimmt schon irgendwann mal gehört, aber es sind halt wieder neue Sachen. Wui! Wir fangen auf. Hat leider nicht ganz funktioniert. Er ist nicht auf der Motorhaube aufgeschlagen. Von einem geheimen Ort aus, für den Sender Freieskür. Vor einer Weile bat ich euch, mir zu schreiben, was Pagamin eurer Meinung nach in seinem Gold. Oh, schon wieder. Ich dachte echt, das wäre eine lustige Rubrik. Ich wende mich an die Fans und an der gleichen Stelle sagt mir zurück. Ich muss sagen, ihr hattet ein paar ziemlich interessante Theorien. Und mit interessant meine ich völlig bescheuert, total bekloppt. Ganz ehrlich, Leute. Okay, also hier kommt, was Aziz geschrieben hat. Und ich denke mir das nicht aus. Aziz schreibt, Pagan versteckt eine geheime Armee von untoten Dämonen, die er von den Ex-Menschen bekommen hat, die unter Los Angeles leben. Oh, toll. Pagan als Mitglied der Illuminaten. Nein, ist er nicht, Aziz.
Das kennen wir schon. Aber trotzdem lustig, dass es genau hier wieder einsetzt. Dumm, 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 dumm. Ist ja gerade nicht wirklich viel los. Wo müssen wir hin? Nö. Hallo. Die ist bestimmt im Unterschlupf, die Amita. Naja, vielleicht auch nicht. Ah ja, der kleine Kämpfer, der nicht aufhören wollte. Du machst wirklich weiter, ja? Tja, ich hoffe für dich, dass die nächsten Gegner alle krank und verwundet sind. Da ist jemand voll von uns überzeugt. Hätte Amita nicht sagen können, was sie auf uns wartet? Da war ein Feuerchen. Das sieht wichtig aus. Da gehen wir bestimmt hin, ne? Ich glaube, das war dein bester Kampf bisher. Ich bin nicht so oft zusammengezuckt wie sonst. Apropos Zuck, ne? Haben wir keinen Zugang. Aber dort, siehst du? Amita, hast du etwas für mich? Klingt wie so ein Trophäe, der Drogen sucht. Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der Kingsbridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pargan und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton. Vergiss C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Und wo sind die Drogen? Der Schlüssel nach Norden, das ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Drogenlager. Der Spaß wird dort irgendwo gestattet. Super, unser Auto ist auch noch da. Naja, wobei, das Tier ist da eingesperrt. Wenn wir den Käfig anfangen, geht er kaputt, oder? Der haut einfach ab, das ist sehr gut. Geile. Wir drehen um, links, links, geradeaus. Ist gar kein Radio an. Wenn sie da am Platt fahren müssen. Au. Ich hab das Fahrzeug gestoppt. Die Reifen sind weg. Noch mal link. Na, hier ist schon das geradeaus. Okay. Hier stehen auffällig viele rote Autos. Ah, hier das Bordell.
Müssen wir noch was präparieren? Amita, ich bin vor Ort. Ich bin bereit. Der Konvoi müsste aus dem Südwesten kommen. Wo ist denn das nun schon wieder? Bestimmt da. Nein! Runter, weg! Nein! Oh, ist aber dick. Erstmal das Auto sichern. Oh nein, jetzt hat er schon leck. Hey, Beifahrrad übernommen? Scheiß Dreck. Das ist ein Problem. Dickes Problem. Na, jetzt nur reparieren wir den halt wieder. Oh, was muss man da herkommen? Ja. F, Takedown. Boah, Fahrzeug, Takedown. Nein, der entkommt niemals. Links oder rechts? Okay. Geht das auch oft über die Beifahrerseite? Poster! Noch 10. Jetzt steht er da, hängt er da fest. Hoch, wohin? Nein, heilen will ich mich nicht. Das lässt du sein. Puh, wie frech ist das denn? Was ist eigentlich mit dem Fahrer passiert? Wie wählt man eigentlich das Werkzeug nochmal aus? Naja, offenbar ist er ganz, ganz, wenn ich mir die Anzeigen so anschaue, aber das Loch da von dem Kopfschuss. Ich hab den Beifahrer umgebracht. Ich hab auf die rechte Seite gezielt, ich würde aber auf der linken Seite gefahren. Also gesessen, wenn man rechts fährt. Amita, ich hab den Truck. Ich fahre jetzt zum Tor. Die Sicht. AJ, so nah waren wir dem Norden seit Jahren nicht. Danke. Und ich muss es wohl nicht sagen. Viel Glück. Und bitte. Lass dich nicht umbringen. Das kriegen wir vielleicht hin. Und lass es krachen, hättest du noch sagen müssen. Das ging einfach. Cool, Munition sparen, nur noch angucken müssen. Wir müssen nach links und dann links. Voll verarscht. Da wo der Weg versperrt war, da müssen wir natürlich hin. Ah, der Tunnel führt also nach Norden zur Kingsbridge. Nein, die Scheibe ist noch ganz. Noch. Oh, Sicht. Wir sollten nicht gerade hier irgendwas mit Feuerschweif durchjagen. Fliegt uns die ganze Hütte nach dem Jorn. Nein, niemand will sich hier halten. Niemand. Die Sicht wird schon wieder besser. Oh, ist nicht gut. Müssen wir zufällig lang? Nein!
Jetzt können wir uns aber bestimmt nicht mehr verfahren. Oh, oh. Schnell rüber. Oh, Sicht nicht so gut. Ah. Was ist denn hier los? Er war offenbar nicht angeschnallt. Kingsbridge. Da war eine Bridge. Oh, eine königliche Garde. Schöne Farben haben sie. Rot und Gelb. Na, das ist nicht ganz schwarz, eher so ein dunkelgrau. Tapfere Ausländer und kampferprobte Soldaten, die ihre Familien verlassen haben, um den Ruf unseres Königs zu folgen. Kyrat hat sie als Ehrenbürger adoptiert. Denn sie haben nur die besten Absichten für das Land in ihrem Herzen. In ihren Herzen möge Pagans Licht sie alle erleuchten. Ich fühle mich ja fast wie auf so einem Glockenturm. Es krümelt schon wieder. Ich glaube, die ahnen so langsam, was wir vorhaben. Ah, Scharfschütze. Oh, das endet nicht gut. Ja, das Tor ist aber eher gestorben. Ah, offen, praktisch. Oh, die Trefferschachtel ist ja nett. Nicht zum Mörser, niemand will zum Mörser. Ich hab doch gesagt, niemand will dahin. Oh, 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 der wird uns gleich abknallen. Boah, genau im Lauf. Als hätte er gewusst, wo wir hinrennen. Gar nicht mal so übel. Näher ran, dann kann er nicht gut mörsern. Ab an die Mauer. Was ist das denn? Alarm. Na, mörser du mal. Ein Lärm hier. Hä? Durch die Wand? Witz, oder? Hallo? Ich glaube, hinter uns war weiß und es kam von ihm. Das war, glaube ich, nicht durch die Wand. Aua! Na. Oh, da oben. Ist der denn noch? Ja, fang mal. Das hat ihn ja gar nicht so sehr gestört. Oben hast du keine Deckung. Das muss doch mal funktionieren. Hm, besser spät als nie. Jetzt muss uns auch wieder heilen, angeblich. Lasst euch nichts anmerken, Männer! Überhaupt nicht am Kopf oder kritisch getroffen, wobei Bauch ist eigentlich auch schon kritisch. Aber umgekehrt. Okay, ich heile ja schon, wenn ich immer rumkommen würde.
Gott, wir können auch klettern. Wäre so typisch, wenn er genau dann wieder vorkommt. Wenn die Luft ausgeht. Du da. Hey, hör auf. Noch etwas Munition. Ich würde mir noch eine Munitionskiste wünschen. Na, das bringt dir jetzt richtig viel. Das hat dir dein Leben gekostet. Galle. Die Brücke ist erobert. Ich stelle dich durch. Fantastische Neuigkeiten, AJ. Scheiße, Moment. AJ, es nähern sich Feinde aus dem Norden, die königliche Garde. Pagan Means Elite. Die sind gut, aber sie dürfen die Brücke nicht zurückerobern. Ohne Munitionskiste. Okay, viel Glück. 200 Schuss. Kommen eher von oben, oder? Ja, weil die da zu Hause sind. Ja. Jetzt habe ich die da ein. Das hinten kann ich nicht mehr eins, das ist zu weit weg. Kann ich mich so nähern, indem ich immer ein Stück noch zurückgehe? Ich glaube nicht. Okay, ich lasse es. KG Memo Grenzkontrollen. Willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz. So, Inspektor, willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz am Grenzkontrollposten bei Kingsbridge. Stempeln Sie Reisepass und ein Reisevisum ab und gaben Sie dem Einreisenden die Dokumente zurück. Zutritt haben nur kyratische Staatsangehörige. Weisen Sie alle Ausländer ab, Rom und Erikyrat. Kann erzählen, dass die hier keine Munitionskiste haben. Was haben wir denn da hinten? Ab auf den Turm? Oh, die arme Mine. Wo soll denn jetzt genau hin? Auf die andere Seite der Gebäude? Mark, 1988. Ich verliere den Krieg um meine Frau. Ich war hier und ich streiten ununterbrochen über alles und nichts. Ich kann es kaum ertragen, nach einem Einsatz nach Hause zurückzukehren.
Eine Kugel wäre mir lieber als ihre ständige Nörgelei. Sie ist frustriert, dass ich sie aus den Kämpfen heraushalte. Oder wie sie sagt, dass ich sie davon abhalte, ihren Beitrag zu leisten. Ich werde sie in den königlichen Palast schicken, direkt in die Höhle des Löwen. Sie soll selbst sehen, was Min Kirat angetan hat, bevor sie mich so scharf kritisiert, Mohan Gael. Die waren ja richtig glücklich am Ende. Mine. Und vier? Okay. Apropos okay. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine kleine Pause. Womöglich müssen wir mörsern. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.